Ich bin jetzt erstens nicht, dass wir das mal in YouTube schalten. Okay, jetzt aber los geht's. Was? Hallo? Bei Gott, ihr verschwindet besser! Ich warne euch, Bürger! Hey, einen Moment. Nein, was ist los mit dem? Hinten anstellen. Er hat doch gezeigt, wie es geht. Ist da Tor? Hinten anstellen. Moment. Provoziert mich nicht! Haut ab! Hey, ist da jemand? Was war das? Was? Nein, hol! Gibt ja nicht hier. Hinten anstellen. Der hat gezeigt, rüber hier. Ich hab's geschafft! Es ist unglaublich, ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Zögert, diese Praxis wieder einzuführen. Eine Praxis, die dem Königreich Kraft geben und der Nation eine Quelle des Glücks sein wird. Die Staatsschulden, zur Zeit meiner Inthronisierung bereits enorm, sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber der Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglicher. Große Unruhe und
Übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Die beiden schon wieder. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung trüben können. Wenn sie nicht richtig gestellt werden, von eurer Weisheit und eurer Okay. Meine Herren, der Tag, den mein Herz herbeigesehnt hat, ist endlich gekommen. Heute bin ich umgeben von den Repräsentanten dieser Nation, die anzuführen, mir die größte Ehre ist. Viel Zeit ist ins Land gegangen, seit der letzten Versammlung der Generalstände. Und obwohl die Einberufung, wie es scheint, etwas außer Gebrauch gekommen ist, habe ich nicht gezögert. Und der Nation eine Quelle des Glücks sein wird. Die Staatsschulden, zur Zeit meiner Inthronisierung bereits enorm, sind aufgrund der Kosten eines teuren, aber ehrenhaften Krieges noch weiter gewachsen. Der einzige Ausweg, der uns blieb, war die Erhöhung der Steuern. Und ihre ungleiche Verteilung machte die Sache noch unerträglicher. Hinter die Bühne gehen, ja, aber so. Große Unruhe und übersteigerte Hoffnungen setzten sich fest in den Köpfen der Menschen. Und diese beiden Dinge sind es, die unsere Meinung trüben können. Werden. Ja, von eurer Weisheit und eurer Besonnenheit. In diesem Vertrauen, meine Herren, habe ich mich hier einberufen. Und ich spüre deutlich, dass dieses Vertrauen begründet. Denn bereits jetzt. Tja, und wer oder was übernimmt dann? Ein neuer König? Ein Rat aus fähigen Männern? Das ist die Frage, nicht wahr? Eine Waffenruhe. Worum bitte ging es da bloß? Nun kommt! Wir können das doch sicher ohne Blutvergießen klären, oder meint ihr nicht? Schnapp ihn, Hugo! Wohl eher nicht. Hugo! Ruhig, mein Großer! Mal sehen, was du drauf hast, Bursche! Halt ihn fest! Mal sehen, ob du uns wieder entwischst! Nicht gerade dein Tag, oder, Viktor? Aufmachen da drin! Auf euer Wohl, meine Herren! Du, Bursche, halt! Was machst du da? Weglaufen!
Geschehen, Gashi. C'est à ton frère que tu fais du tort. Comme ça, moi. Bah, soyez le bienvenu. Oh,
Bonsoir, Olivier. Ist Monsieur de la Serre schon zurück? Monsieur de la Serre wird heute erst spät erwartet. Ah, gut. Vielleicht werde ich dann etwas Zeit mit Elise verbringen. Mach dir nur keine Hoffnungen. Mademoiselle ist bei einer privaten Soirée, zu ihren Ehren, im Palast. Eine Feier? Ich bin nicht eingeladen. Die Pferde ja auch nicht. Bestimmt hat sie meine Einladung nur verlegt. Ich komme da schon rein. Ah, wie spät ist spät? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in drei, vielleicht auch gar nicht. Ich hinterfrage das Kommen und Gehen meiner Herrschaft nicht. Dann warte ich einfach hier. Vous seriez surpris. Donner à vos paroles le sens ce qui siérait à mon cœur. Ich schieb ihn einfach unter der Tür durch. Er wird ihn sehen, wenn er zurück ist. Ich gehe lieber erst, wenn der Brief abgegeben ist. Elise mochte solche Festlichkeiten noch nie. Sie wird bald heimkommen. Bitte. Sicher abgeliefert. Und nur ein bisschen zu spät. Nun denn, auf zum Palast! Ah, so würde ich selbst in der Kanalisation auffallen. Erst recht auf einem Ball. Na komm schon, mon ami. Lass mich dir das abnehmen. Vielen Dank, junger Mann. Maximilien Robespierre. Kein Gast. Arnaud. Le Chevalier du Telem. Die Einladung, s'il vous plaît. Ah ja, ich hatte natürlich eine, aber auf dem Weg... Kein Zutritt. Ohne Einladung. Nun trete zur Seite. Nächster, bitte. Charles Gabriel Siver. Zwei Gäste. Nächster, bitte. Ziemlich, was los? Ziemlich. Verschwinde!
was los. Ziemlich. Ist da jemand? Ich bin müde. Wie du meinst. Dachtest du, könntest reinschleichen, was? Ja, Mann! Genau. Dachte ich mir. Thank you.
Achso, da unten sind die angezeigt. Belassen wir es bei einem kurzen Höflichkeitsbesuch. Ich bin müde. Wie du meinst. Komm ich im Palast? Hä? Zwei, das ist alles weg. Hey, ist da jemand? Boah, das sind überall Waffen, Mann. Heiland, zack, nochmal. Allez-vous-en! Ei! Voll schwer. Aber das schaffe ich jetzt. Jetzt schaffe ich es. Brutzi 20er schafft es. Die Typ an. Ziemlich was los. Okay, das machen wir nächstes Mal, Leute. Kein Zutritt ohne ein. Haben wir hier auf dem Starter 30er. Ja, okay, das reicht. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Geht auf mein YouTube-Channel Brutzi20. Peace.